Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman. Ja, heute mal ein bisschen außer der Reihe. Keine gute Zeilen, schlechte Zeilen am Sonntag, sondern mal so ein bisschen einen Überblick über meinen Kanal im neuen Design, was ich mir da so gedacht habe, was für Ideen dahinter stecken. Und ich habe hier einfach mal mich abgemeldet bei YouTube, damit ich meinen Kanal so sehe, wie jemand mich auf YouTube findet, der mich halt noch nicht abonniert hat. Ja, und da sieht man halt, das sieht hier schon auf der linken Seite ganz anders aus, als man es sonst gewöhnt ist, wenn man bei YouTube angemeldet ist. Ja, aber wichtig ist halt hier der Kanal. Da haben wir oben das Banner, was auch erstmal quasi ein bisschen provisorisch. Das wird noch überarbeitet. Ich denke, da werde ich mal den guten Sinjin 4000 drauf ansetzen. Der hat sich ja da angeboten, dem euch halt im Prinzip nur das Material zusammenzustellen, endlich mal, ohne es ihm zukommen zu lassen, aber im Prinzip schon so als Idee, als Konzept dahinter halt ein Kartenausschnitt von meiner Minecraft-Welt. Ne, wenn man auf dem Fernseher guckt, sieht man natürlich das Banner oben größer, da ist dann natürlich noch mehr von der Welt zu sehen. Man sieht es hier schon, wenn man einfach mal die Ansicht vergrößert oder verkleinert, dass das Banner hier angepasst wird und die Sachen, die ich da oben drauf gepackt habe, beziehungsweise mein Avatar, die wechseln halt die Position dabei. Das ist halt das neue Kanaldesign, da muss man ein bisschen drauf Acht geben. Aber Kernelement beim Banner soll halt sein, das, was auch das Kernelement auf meinem Kanal ist, nämlich das Let's Show Play Minecraft. Und da eben hier ein schöner Kartenausschnitt, ein bisschen so mit einer Leinwandstruktur gemacht, damit man halt sieht, dass das eine Karte ist gleich. Dass es Minecraft ist, wird man hoffentlich erkennen, und dass es eine große Karte ist mit vielen Verbindungen und so weiter und eine Welt, auf die man neugierig sein kann, wird hoffentlich dann auch klar. Na, links oben der Avatar, den werde ich vielleicht nochmal überarbeiten, vielleicht so die Flammen im Hintergrund weg und dann so einen Bilderrahmen gemacht oder sowas, vielleicht in der Art, damit es halt zu dem Rest im Banner passt. Es soll nämlich hier auch zumindest Logos, Symbole sein für die Projekte, die es auf meinem Kanal gibt. Ne? Da sind erstmal hier so dabei Flat Out 2, Herrscher der Meere, Let's Cover Trackmania und Let's Play Diablo. Ja, dass da auch auf die abgeschlossenen Projekte aufmerksam gemacht wird, dass man sieht, was es hier gibt. Eventuell hier noch in die Mitte rein, schöner Schriftzug Showplay Minecraft oder sowas oder das Showplay, damit man halt gleich auch darauf aufmerksam wird, dass hier Minecraft etwas anders präsentiert wird als allgemein üblich. So, soweit zum Banner, das wird also noch überarbeitet, lasst euch da mal überraschen. Hier als Link zu meinem Profil bei suvi.de. Können wir mal raufgehen. Neue Registerkarte, zack. Na, und dann kommt man also hier zu meinem Profil bei suvi.de. Kann hier also Kommentare hinterlassen. Oh, schon eine Weile her. sieht, was ich da in den Foren mache. Und alle Let's Plays hat ja auch aktuelle Projekte. Dann eine Übersicht. Ja. Kann hier kommentieren, kann mich bewerten und kann halt auch wunderbar Suvi nutzen, was ein schönes System ist für Leute, die Let's Plays schauen. Hat das einige interessante Funktionen, nicht nur für Let's Player selber, sondern eben auch und ganz besonders für Zuschauer von Let's Plays. Sieht man also hier meine Projekte in der Datenbank und kann halt hier auch genauso gut nach anderen Sachen suchen. Damit haben wir oben hier das Banner, dann haben wir auf der Homepage eben das Video, was Nicht-Abonnenten sehen, und das ist eben noch meine Channel-Promotion. Ich mache es mir selbst, was ich damals mal für Let's Promo gemacht habe, was aber dort nie gezeigt wurde, weil ich halt meine Bewerbung dort wieder für das Mach-es-dir-selbst zurückgezogen habe, weil da waren noch 2000 Leute vor mir in der Liste. Hier ist er, der Dutchman. Oh. Ja, so ähnlich begrüße ich seit 2 Jahren das Ding. Das Video kennt ihr sicherlich.
Es ist auch noch an anderer Stelle in den Playlists zu finden. Und auf die komme ich gleich hier zu sprechen. Hier rechts habt ihr halt meine Kanalempfehlungen. Ne, immer noch dabei an oberster Stelle der gute Steffen Down for Life, der mich damals gepusht hat, als er eines meiner Häuser aus meiner Minecraft-Welt für ein MacEdit-Tutorial oder Minecraft-Edit-Tutorial genutzt hat. Ja, das ist auch schon 2 Jahre her. Und mit dem Push durch ihn kam halt auch mein Kanal in Gang, das Let's Showplay. Da stiegen dann also die Abonnentenzahlen. Ich hatte so 30 Abonnenten ungefähr zu der Zeit. Und ab da ging es dann los, dass also so pro Woche 10, 15, 20 Abonnenten dazu kamen. über das ganze Jahr 2011. Und auch die Viewzahlen entsprechend stiegen, aber halt immer unter den Abonnentenzahlen lagen. Ist ja bei mir, wie bei vielen anderen Kanälen, ein gängiges, ich möchte es nicht nennen Problem, aber Phänomen, ne, dass die Abonnentenzahlen immer höher sind als die Viewzahlen. Ja. Dann Let's Rock Minecraft, ne, auch schon Allstars, sag ich mal, bei mir auf meinem Kanal. Der Pixel-Architekt, Motokus World, Frenkel, Harald Frenkel, ne, der Daddelclub, ganz empfehlenswerter Kanal, noch viel zu wenig Abonnenten für die gute Arbeit, die die Jungs da machen. Und neu dazugekommen in letzter Zeit, Tom Thompson. Wer sich für Rennspiele interessiert, ist auf diesem Kanal sehr gut aufgehoben. Da gibt es also Grid 2 und Forza Horizon auf sehr schöne Art präsentiert. Und der Yetivin, auf den bin ich über Rainer Schauder aufmerksam geworden, setzt sich wie Rainer Schauder auch sehr intensiv und sehr kenntnisreich und sehr individuell mit Videospielen auseinander. Ist auf jeden Fall ein Blick wert, dieser Kanal. Und dann haben wir halt hier gut von YouTube die Empfehlungen. Ja. Dann kommt hier darunter eben der Bereich mit meinen Playlists. Dann haben wir also ganz oben hier neueste Videos, damit man also sieht, was ich hier zuletzt hochgeladen habe. Na, dann haben wir also hier, was gestern gerade hochkam, der Dia-Abend, der erfreulicherweise ja recht gut bei euch ankam. Freut mich. Na, dann die letzte Folge vom Let's Play Test Drive Unlimited, davor wieder Minecraft und so weiter. Kann man also hier zurückgehen. Na, da haben wir vom letzten Wochenende das gute Zeilen, schlechte Zeilen. Und so wieder immer wieder schön Minecraft und Test Drive Unlimited im Wechsel. Da sieht man dann auch mindestens 500 Elemente, die da noch in der Liste drin sind. Dann direkt darunter, Momentchen mal, das müsste ich eigentlich noch umstellen. Direkt darunter sollte dann kommen die Playlist hier von Let's Play Test Drive Unlimited, also das Nebenprojekt, dass man also hier als erste und zweite Playlist neueste Videos, dann sollte kommen das Let's Show Play Minecraft, dritte Staffel, und dann das Test Drive Unlimited. Und dann eben gleich mal so etwas als Besonderheit auf meinem Kanal, nämlich die Playlist mit den Videos, die ich positiv bewertet habe. Einfach mal auch so ein Service für euch, dass ihr ein bisschen mitkriegt, was mir so gefällt, was ich so anschaue. Ja, da ist sicherlich für den einen oder anderen immer wieder was Interessantes dabei. Videos, die mir empfohlen werden, die mir gefallen, na, wo ich einfach einen Daumen hoch gebe auf das Video. Die seht ihr hier, weil ich leider relativ wenig kommentiere, muss ich gestehen. Bin ich ein bisschen faul. Na, sollte ich vielleicht mehr machen, aber schauen wir mal. Aber einfach so als Service für euch, für meine Zuschauer und auch einfach, um mich da ein bisschen, weil das halt kaum einer macht. Na, hier findet ihr die Videos, die mir gefallen und die ich so schaue, direkt unter den aktuellen beiden Projekten. Na, dann haben wir hier noch drin Let's Show Play Minecraft zweite Staffel, die sind ja auch noch aktuell, die Videos. Und dann eben hier eine, das gute Zeilen, schlechte Zeilen, ist ja auch so ein Dauerbrenner auf meinem Kanal, der gehört ja auch auf jeden Fall in die Videos, und meine beliebten Videos. Kann man halt mal sehen, was YouTube von meinen Videos so gut findet. Ich hätte das vorher sortieren sollen, entschuldigt Leute. Ja.
Also was hier auf jeden Fall in den Playlists eben drin sein wird, ist immer die aktuelle Staffel Minecraft, das aktuelle Nebenprojekt, dann positive Bewertungen, ne, was ich halt gut finde. Und dann eben aber auch das gute Zeilen, schlechte Zeilen ist als Playlist drin. Beliebte Videos, na, damit man mal so umguckt, was YouTube unter meinen Videos gut findet, welche unter meinen Videos YouTube gut findet. Da sind halt auch viele ältere Sachen dabei. Die erste Folge vom Let's Show Play Minecraft, meine Bewerbung bei Jijuanji, die 50. Folge, das Special zum Jubiläum. Na, was haben wir hier noch? Deep Silver Driving School. Das ist ja noch ein ganz altes Ding. Hier vor 6 Jahren hochgeladen. Das Skin-Präsentationsvideo, was ich damals für Deep Silver gemacht habe, als Trackmania United endlich auch in Deutschland released wurde. Da hat ja Maupi, der mein Texture Pack macht, der hat ein paar Skins im Deep Silver Design gemacht. Und ich habe das Video dazu gemacht. Und das ist halt quasi der offizielle Trailer. Da war ich halt auch Moderator bei Deep Silver im Forum. Dann haben wir hier die Folge 250 mit der Mitbauaktion, ne, Mitbauaktion und ein paar Worte zu RTL schlagen anscheinend bei YouTube immer ein. Ne. Ganz tolles Special, ne, die Folge 100, der Infomercial, wer sich noch dran erinnern kann, wer nicht, soll hier einfach mal reinschauen, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, hier haben wir noch eine besondere Playlist, News, Specials, Bewerbungen etc. Ja, da haben wir so meine ganzen außer der Reihe Videos drin. Meine Bewerbung bei Jijuanji damals. So Videoantworten, die ich bei anderen mache, was halt auch so nebenher auf meinem Kanal mal läuft. Meine Bewerbung bei The Kedosohn damals ist ja auch schon lange her. Dann das unterwegs mit in meiner Minecraft-Welt, mit Kelturio und so weiter. Ja, das ist also halt auch für Zuschauer interessant, die sich auf meinem Kanal umsehen wollen und ein bisschen sehen wollen, was ich so außerhalb der Let's Plays mache. Deswegen möchte ich das auch relativ weit oben haben, diese Playlist, dass man halt auch gleich sieht, dass da was Besonderes immer passiert auf meinem Kanal. Und ihr seht, das Ganze ist halt, und dann hier unten noch so mein Klassiker, wichtige Basics für Let's Player, angefangen mit meinen Videos, mit meinen Gedanken, die ich mir damals gemacht habe, als ich angefangen habe mit dem Let's Showplay Minecraft. Immer noch interessant und immer noch viel drin, was stimmt und was für angehende Let's Player so denn jemand heutzutage noch anfängt. Interessant ist aber sicherlich auch Tipps für junge, angehende Let's Player, kleine Kanäle und hier einfach mal so zusammengesammelt, was so die Größen der Szene dazu gemacht haben. Da findet ihr halt auch relativ viele ältere Videos, die einfach auf YouTube nicht mehr so einfach zu finden sind. Hier einfach mal durchstöbern. Ja. Und das ist so der Überblick, den ich halt auf meiner Kanalseite haben will, ne, dass die aktuellen beiden Projekte da sind, die aktuelle Staffel vom Let's Show Play Minecraft, das aktuelle Nebenprojekt, das gute Zeilen, schlechte Zeilen, ne, die beliebten Videos und dann eben hier New Specials Bewerbung. Eine besondere Sache ist hier die Playlist abgeschlossene Projekte. Ihr wisst ja, oder habt es vielleicht, wisst es ja, wenn ihr schon länger dabei seid, wenn ihr noch nicht so lange dabei seid, solltet ihr es beim Let's Play Test Drive Unlimited mitbekommen haben. Ich fange ja meine Let's Plays oder ich eröffne meine Let's Plays, meine Projekte ja gerne mit einem selber erstellten Trailer. Selber montiert, also aus selbst aufgenommenen Gameplay-Szenen und so weiter, weil ich ja eigentlich aus der Videobearbeitung zum Let's Playen gekommen bin oder auf YouTube gekommen bin. Und hier habe ich einfach eine Playlist, in denen ich die Trailer oder die ersten Videos aus meinen abgeschlossenen Projekten drin habe, damit auch die einfach noch ein bisschen präsent sind auf meinem Kanal. Ja, hier haben wir Trackmania Regiekommentar, wer also in die Playlist dann einsteigt, kriegt mit, was ich damals in Trackmania gemacht habe an Videos von mir heute nochmal mit einem Regiekommentar versehen, meine Videos damals. Dann haben wir die Reihe letztes Cover Trackmania 2 Canyon, ja, das Flatout 2 Let's Play, das Let's Change Minecraft damals, ne, Diablo 1 und eben Herrscher der Meere. Da hat man jeweils den Einstieg in meine alten Projekte und kann da eben weiter gucken. Finde ich eine sehr schöne Möglichkeit, einfach auch meine alten Projekte hier nochmal ein bisschen in den Blickpunkt zu rücken. Vielleicht bin nicht die Playlist hier noch um, da muss ich mir halt alles noch ein bisschen was einfallen lassen.
Das ist also noch alles im Werden, da wird sich noch was ändern, aber auch dieses Video jetzt einfach mal interessant für die Leute, die neu auf meinen Kanal kommen, dass sie wissen, wie das hier so ein bisschen organisiert ist. Das Logo X-Rated hier steht für meinen Trackmania-Clan, aber auch ein bisschen natürlich für die Art, wie es auf meinem Kanal zugeht. Wie ich das möchte, dass es auf meinem Kanal zugeht und wie ich halt meine Videos und Let's Plays mache. Nämlich, ja, ein bisschen erwachsener, ein bisschen reifer. Ne? Deswegen halt X-Rated. Ja, Zutritt erst ab 18. Ich habe ja schon wieder mal jemanden blocken müssen, weil er die Zugangsvoraussetzungen für diesen Kanal nicht erfüllt hat. Ja, weil er nach dem Textverpack gefragt hat, obwohl es in der Beschreibung steht inzwischen. Ne? Seit vielen, vielen Folgen immer wieder. Ja. Gut, das soweit einfach mal Überblick über ja, mein neues Layout. Wie gesagt, da muss noch einiges rumgedreht werden. Ich habe auch vor, zumindest für meine Projekte, auch für die zurückliegenden Sachen, die benutzerspezifischen Thumbnails zu nutzen. Ich denke, da werde ich auch wieder auf Singen zurückgreifen, dass ich also für die einzelnen Folgen eines Projekts halt eben, wie es inzwischen ja üblich ist, ein Hintergrundbild habe und dann davor die Nummerierung hochläuft, ja, dass das halt hier alles ein bisschen einheitlicher wirkt. Ist ja leider inzwischen Standard. Was heißt leider? Ist halt einfach inzwischen Standard. Und die Thumbnails machen es halt für die Zuschauer auch einfacher zu sehen, was man da dann wirklich sieht. Ja. Soweit so gut, soweit dazu. Ich nehme einfach mal ein kurzes Päuschen und dann schauen wir mal ein bisschen in die Analytics rein, weil da habe ich mich mal wieder ein bisschen mit beschäftigt und möchte euch auch ein bisschen dazu erzählen und so als Channel Guide, wie dieses Video ja auch ein bisschen angefangen hat, kann ich da auch ein bisschen zur Geschichte meines Kanals ein bisschen was erzählen. No? Bis gleich. Söderle, da bin ich wieder, diesmal angemeldet auf meinem Kanal und wir schauen mal ein bisschen in die Analytics rein, also in die Statistiken zu meinem Kanal. Und da wählen wir als erstes mal aus, nämlich den Zeitraum seit Erstellung. Das ist bei mir ein bisschen her, ja, denn erstellt habe ich den Kanal am 26.08.2006. Hm? Ja. Man sieht, weil die Statistiken erst seit 2007 zur Verfügung stellen, ja, sind hier einige Daten eben nicht drin. Eine wichtige Sache, wenn wir hier mal Abonnenten angucken, die Entwicklung, sieht man hier leider nicht die absolute Abonnentenzahl. Und man sieht auch, es war lange nie auf meinem Kanal nichts los. Ne? Und als ich angefangen habe mit dem Let's Playen, das war im Januar 2011, 20. Januar 2011 habe ich das erste Video hochgeladen, Let's Showplay Minecraft, die erste Folge. Ja. Und da sieht man, hat sich lange bei den Abonnenten nichts getan. Und das war im April. Genau, hier. Ja, da kamen dann Abonnenten dazu, da ging das los, da stiegen dann auch die Abonnenten- und Zuschauerzahlen durch eben den Push durch Down for Life, den guten Steffen. Da haben wir hier mal so massiven Einbruch, als YouTube die Abonnentenzahlen mal korrigiert hat, indem tote Accounts rausgeschmissen wurden. Ja, und immer Abonnenten dazu gewonnen, aber dann eben auch mal hier noch so eine Bereinigungsaktion. Hier mal wieder so ein großer Einbruch, Bereinigungsaktion wieder. wenn ich diesen Regler hier ziehe auf den April, ja, dann muss er jetzt rechnen, damit ich hier oben diesen Zeitraum wieder dargestellt bekomme. Ja, und da sieht man also, dass die ganze Entwicklung nochmal. Ich lasse mir mal die Wochenstatistiken anzeigen. Da sieht man hoffentlich, ja, da sieht man es ein bisschen besser. Ne? Also über der Nulllinie ist ein Abonnentenzuwachs. Und da sieht man halt das erste Jahr 2011, da ging es mit dem Kanal eben wirklich aufwärts. Und seit Dezember 2011 oder seit Frühjahr 2012, ja, hat man aber vereinzelt
Spitzen, wo ein großer Schwung von Abonnenten dazu kam, aber es sind halt auch immer wieder Täler dabei, dass Abonnenten oder dass mehr Leute mich deabonnieren, als dazugekommen sind. Das Ganze hat ja überhaupt nichts mit den View-Zahlen zu tun. Ja. Die sieht man nämlich hier, wenn man sich die Aufrufe anguckt in der Zeit. Und wenn wir da mal einfach, damit die ganzen Zacken rausgebügelt werden, auf die Monatsstatistiken gehen, na, da sieht man halt auch hier, das sind jetzt jeweils monatliche Aufrufe. Na, da ging es im April los, 5000, knapp 6000 Aufrufe im Monat. Hier sieht man also, wie sich der Kanal entwickelt hat. Ich glaube, hier im Winter 2011 war, glaube ich, die Zeit, wo ich dann 1000 Abonnenten erreicht habe oder sogar schon 2000. ja. Und dann sieht man aber, wie es seit Frühjahr 2012 hier mit den View-Zahlen runtergeht. Ja, bis wir jetzt wieder bei dem Stand sind, wo ich im April 2011 war. Damals halt eben 30 Abonnenten oder gerade die Hürde 100 Abonnenten übersprungen und jetzt habe ich hier, ich glaube, aktuell so knapp 2400 Abonnenten, aber die Aufrufzahlen sind halt dieselben. Und dieser fallende Trend hier seit ja fast 2 Jahren, der sollte einem eigentlich Angst machen und sollte eigentlich richtig Grund für Katzenjammer sein und sich Gedanken zu machen, warum guckt mich keiner und ne? Aber es ist eine Sache der Einstellung, wie man damit klarkommt. Wer schon ein Weilchen dabei ist, hat ja sicherlich auch mitgekriegt, dass ich ab und zu mal einfach so meinen Katzenjammer kriege, was die View-Zahlen angeht. Aber ich komme seit einiger Zeit wieder erfreulich gut damit zurecht, beziehungsweise die sinkenden Zuschauerzahlen machen mir nicht so viel aus, weil ich mich viel mehr auf die Kommentare konzentriere. Und da ist es jetzt auch so, dass ich ja pro Folge auch bei 150 oder 200 Views so um die 15-20 Kommentare im Schnitt habe pro Folge. Pi mal Daumen, mal mehr, mal ein bisschen weniger. Und das war halt auch zu der Zeit der Fall, als eine Folge vom Let's Show Play Minecraft hier Ende 2011, als die so 600 bis 800 Zuschauer hatte. Ja, das heißt, der Kern der Zuschauer, und ich muss auch ehrlich sagen, früher zu der Zeit habe ich erst im Videomanager geguckt und auf die Aufrufzahlen der Videos geguckt, bevor ich dann in die Kommentare gegangen bin und die durchgelesen habe. Mittlerweile mache ich es andersrum. Ich lade das Video hoch, meistens morgens wird es ja dann veröffentlicht, ja, und dann ja, gehe ich arbeiten, bringe so den halben Tag rum. Wenn ich da nach Hause komme, ist das Erste, was ich mache, dass ich in meinen Posteingang gucke, nach den Kommentaren, die da angezeigt werden. Gut, da werden nicht alle Kommentare im Posteingang angezeigt, aber ich sehe dann halt, zu welchen Videos neue Kommentare da sind und schaue mir dann halt die neuen Kommentare zu diesen Videos an und so kriege ich halt doch relativ viel mit. Und da freue ich mich ehrlich gesagt immer wie ein Schneekönig, wenn ich da sehe, da sind 3 neue Kommentare oder 4 neue Kommentare drin. Dann weiß ich schon, unter dem Video sind es noch ein paar mehr, weil einfach YouTube hier nicht jeden Kommentar meldet im Posteingang. Und da machen mir ehrlich gesagt, ja, dieser fallende Trend hier bei den Zuschauerzahlen macht mir da gar nicht so viel aus, weil das, worauf es mir ankommt und das, worüber ich am meisten mich freue und das, was mich am stärksten motiviert, das sind einfach die Kommentare. Die Interaktion mit euch, ne, eure Tipps, Anregungen, Gedanken dazu zu den Themen, die ich anspreche, gerade im Let's Show Play, im Minecraft, was ja nun doch ein sehr besonderes Format ist. Und das Konzentrieren auf die Kommentare und die tolle Arbeit meiner Stammkommentatoren, die da ja immer schön aktiv sind, und immer auch die regelmäßigen Zuschauer, die immer wieder mal was schreiben, das ist wirklich das, worauf ich geiere, worauf ich hiebere und was mir den Spaß und die Motivation bringt, die ich brauche, um
hier halt mit YouTube weiterzumachen. Ja, also Leute, ihr seid da ganz, 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 ganz wichtig. Das kann man nicht oft genug sagen. Und das ist sicherlich auch bei anderen YouTubern so. Ja, die Frage, ich lese natürlich auch wieder in den Kommentaren, gerade wo ich jetzt ja dabei bin, die alten Folgen durchzugehen, die Kommentare, und da lese ich halt natürlich auch immer wieder, du hättest viel mehr Zuschauer verdient und viel mehr Abonnenten und pipapo. Und halt eben, dass meine Videos doch recht selten irgendwo auftauchen. Das liegt einfach an der Art, wie YouTube seit einiger Zeit die Videos einordnet, bewertet. Ein ganz wichtiger Faktor ist nämlich die Wiedergabezeit. Wie lange wird ein Video geschaut? Und da bin ich mit meinen langen Folgen im Let's Showplay Minecraft natürlich naturgemäß im Nachteil, denn ich stehe da eben im Wettbewerb mit Dokumentationen zum Beispiel, die halt eben auch so eine Dreiviertelstunde laufen oder Stunde laufen. Ich habe es ja schon früher immer wieder gesehen in den Analysen, dass halt unheimlich viele Leute gerade mal so 5 bis 8 Minuten dabei sind. Da sieht man auch, wenn man hier runter geht, ja, hier die erste Folge, Let's Showplay Minecraft, damals noch 15 Minuten lang, ja, im Schnitt gucken die Leute noch nicht mal 4 Minuten davon. Und das führt eben dazu, dass die Videos im Ranking bei YouTube einfach schlecht dastehen. Ja, im Vergleich zu einer normalen Let's Play-Folge, die vielleicht 10, 15 Minuten lang ist, das gucken die Leute eher durch. Deswegen ist da die durchschnittliche Wiedergabedauer sehr viel höher. Ja, und deswegen werden diese Videos auch höher gerankt, höher eingeordnet, ja, und deswegen auch häufiger angezeigt. Ja, wenn man hier das Let's Showplay Minecraft, die 100. Folge, hier sehen wir es ja auch, 50 Minuten Laufzeit und die durchschnittliche Wiedergabedauer, das heißt die Zeit, die die Leute das Video anschauen, 11 Minuten 28, also 11,5 Minuten, ne? Ein Viertel von dem, was das Video eigentlich dauert. Und das sind hier eben meine besten Videos laut YouTube Ranking aus den letzten 2 Jahren. Ne? April 2011 haben wir hier, von April 2011 bis heute sind das eben die besten Videos. Ja, und da kann man schon auch einiges dran sehen. Wie gesagt, die Wiedergabezeit, die ist ganz, ganz wichtig. Einfach als Kriterium, wie die eigenen Videos bei YouTube bewertet werden, in das Ranking einsortiert werden. Und Kommentare und Daumen hoch und favorisieren, alles toll. Aber wirklich effektiv für das Ranking ist, wenn die Videos durchgängig geschaut werden. Je höher die durchschnittliche Wiedergabedauer ist, das ist nämlich ein wesentlicher Punkt bei dem neuen YouTube-Ranking, damit halt die Videos auf der rechten Seite angezeigt werden, oder sogar auf der Startseite angezeigt werden. Da kommen eben die Videos hin, die eine hohe durchschnittliche Wiedergabedauer haben. Das heißt, wo möglichst viele Leute möglichst das ganze Video schauen. Das ist der Punkt. Und da bin ich mit meinen langen Folgen natürlich im Nachteil. Ja, wir werden uns das mal einfach ansehen für eine aktuelle Folge, aber wir schauen auch einfach mal, Zuschauerbindung, hier haben wir es. Das ist dann nochmal explizit ein Punkt, wo halt eben diese Wiedergabedauer angesprochen wird. Und wir haben hier immer noch denselben Zeitraum ausgewählt. Ein Fünftel des Videos wird bei mir im Schnitt geguckt, sprich das erste Video, die ersten 20% vom Video, das erste Fünftel des Videos. Ja, und hier sieht man also auch, bei den Top-Episoden haben wir jetzt mal hier die aktuelleren, etwas aktuelleren Folgen vom Let's Showplay Minecraft. Zwischen Folge 296 bis 300 ungefähr, 350.
da ist die durchschnittliche Wiedergabedauer so um die 20%. Und das sind meine besten Videos, wo die Leute also wirklich im Schnitt nur das erste Fünftel des Videos gucken. Hm. No. Was ist sonst noch interessant? Klar, positive und negative Bewertungen. Die Statistik sieht natürlich bei mir erfreulich gut aus. Ja, da kann ich mich gar nicht drüber beschweren. Demografie ist ein interessanter Punkt. Wer schaut bei mir zu? Ja, das ist auch für die Leute unter euch, die selber einen Kanal betreiben, ist das interessant zu sehen. Wer schaut bei mir zu? Wie ist die Altersverteilung? Und da haben wir es also. Ich habe hier natürlich den größten Teil der Zuschauer, ne, 41,8, also 42% und 3%, also 50% meiner Zuschauer sind so die klassische YouTube-Gruppe zwischen 13 und 17 und der Rest ist dann älter, wobei ich hier halt nochmal einen ziemlich hohen Anteil habe in meiner Altersgruppe. Ne, ich werde ja auch nächstes Jahr 50, für die Leute, die es noch nicht wissen, nämlich zwischen 45 und 54 Jahren. Da habe ich nochmal, 12,5% und 7%. sind wir so bei 19%, also knapp ein Fünftel meiner Zuschauer ist in dieser Altersgruppe. Das ist schon ein Ausrutscher. Liegt halt auch einfach bei mir am Alter. Ja. Es war früher mal so, ich habe aktuell, beziehungsweise über diesen Zeitraum, 12,3% weibliche Zuschauer, also ein Achtel. Wer ein bisschen Kopf rechnen kann, weiß, ein Achtel sind 12,5%, ne, ein Viertel sind 25%, die Hälfte davon. Einfach mal so nebenbei wieder mal was gelernt beim Dutchman. Also ein Achtel meiner Zuschauer sind weiblich. Da kann ich mich dran erinnern, das war früher mehr. Ja, wenn wir mal einfach einen anderen Berichtszeitraum uns angucken, dann sieht man das. Und da waren auch mehr ältere Zuschauer dabei. Also so über das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre, ist mein Publikum jünger geworden. Und der Anteil der jungen Männer, der ist erheblich gestiegen. Das waren, früher hatte ich in dieser Altersgruppe keine 50%, sondern 30, etwas über 30. Ja. ich finde das natürlich schön, dass mir viele junge Leute zuschauen, dass die halt auch mit meiner besonderen Art, meine Videos zu machen und meinen Kanal zu führen, dass die da so gut klarkommen, sonst würden sie ja nicht schauen. Ich war halt früher auch ein bisschen immer stolz, dass ich einen größeren Anteil hier eben bei den Älteren zuschauen hatte, aber schauen wir mal. Ne? Was ganz wichtig ist, zum Beispiel als Grund auch für das neue Layout bei YouTube, sind die Zugriffsquellen. Das heißt, von wo werden die Videos geschaut? Und da sieht man hier, bei mir die meisten oder ungefähr ein Viertel der Zugriffe kommt direkt über die Startseitenfeeds und Abos. Das sind also meine Abonnenten, die mich zuschauen, die mir zuschauen, die meine Videos schauen, am PC über einen normalen Browser. Aber ein anderes Viertel fast, ja, guckt über ein Smartphone oder ein Tablet, ja, über ein mobiles Gerät. Und dieser Anteil ist einfach in letzter Zeit unheimlich gestiegen. Und deswegen hat YouTube halt auf das neue Design umgestellt. Ja. Also ihr seht, das teilt sich also eigentlich Hälfte-Hälfte auf. Die Leute, die halt klassisch über einen PC, über einen Browser gucken, und die Leute, die über Smartphones und Tablets und so weiter gucken, deren Anteil hat in letzter Zeit unheimlich viel zugenommen und der wird sicherlich auch noch weiter steigen. Das wird also nicht mehr allzu lange dauern, bis die meisten Zugriffe von Smartphones und Tablets kommen. Und immer weniger werden über einen PC kommen. Ja. Das ist also einfach als Grund für die Umstellung. No? Wenn wir uns mal angeguckt haben oder angucken, wie viele Leute meine Videos teilen, das sieht ehrlich gesagt ein bisschen traurig aus. Hier im einstelligen
Bereich, also hier maximal 5. Ein Video wurde eben 5-mal geteilt und so in letzter Zeit haben wir hier mal ab und zu, dass einer das Video teilt auf Facebook oder Twitter oder wo auch immer. Ja. Das ist ehrlich gesagt wenig und das wäre eben zum Beispiel ein Weg, wie ihr mich unterstützen könnt, wie ihr meine Videos verbreiten könnt. Nehmen wir sie einfach bei Facebook, bei Twitter, je nachdem teilt. Das ist einfach auch ein sehr aktiver oder sehr effizienter Weg, ja, mich zu unterstützen, einfach mehr Leute auf meine Videos aufmerksam zu machen. Da wird, ich sagte es ja schon mit der Wiedergabedauer, da wird über YouTube selber relativ wenig passieren und diese Social Media, sprich Facebook, Twitter und Co., werden einfach immer wichtiger für die Verbreitung von Videos und auch für das Wachsen eines Kanals. Ja, denn ich habe zwar meine Stammkommentatoren, die teilweise auch schon sehr lange dabei sind, aber es brechen natürlich immer wieder Leute weg. Ja, sei es, dass sie keine Zeit mehr haben, sei es, dass sie andere Interessen haben, das ist ja auch alles okay. Und eben deswegen nicht mehr meine Videos schauen. Und dafür muss halt laufend Nachwuchs kommen, ja, der sich ja dann auch erst eingewöhnen muss bei mir und so weiter, bis man dann sich zum Stammkommentator hochgearbeitet hat. Das dauert ja auch immer ein bisschen. Und da überlebt ja auch nicht jeder, ne? Ihr wisst es ja aus eigener Erfahrung. Ja. Und das ist so ein bisschen ein Problem, selbst wenn ich also jetzt meinen Zuschauerstamm von vielleicht 200, 250 Leuten habe, die mir auch wirklich eisern die Treue halten, das ist einfach unausweichlich, dass das immer weniger Leute werden. Und da müssen halt neue, frische Leute dazukommen, um meine Videos zu teilen. Natürlich nur mit euren besten Freunden, wie die richtig guten Sachen, die teilt ihr ja auch nicht mit jedem, sondern die richtig guten Sachen, die teilt ihr nur mit euren besten Freunden. Aber das wäre halt ein wichtiger Weg, mich zu unterstützen, mich zu fördern, meine Videos bekannter zu machen. Natürlich nur, wenn sie euch gefallen und wenn ihr glaubt, dass meine Videos es wert sind, verbreitet zu werden und von mehr Leuten geschaut zu werden. Und da ist eben dieses Teilen in den sozialen Medien, Facebook, Twitter und Companies, einfach ein ganz wichtiger Faktor, wird auf YouTube immer wichtiger, ja, und ist halt über die letzten anderthalb, zwei Jahre einfach enorm wichtig geworden bei YouTube, dass die Videos halt auch über die sozialen Medien verbreitet werden. Ist einfach so, ist Fakt, weil immer mehr Leute nutzen die Dinge halt. Und ich selber bin halt weder bei Facebook noch bei Twitter aktiv, von daher müsst ihr das übernehmen. Hier unter geschätzte Einnahmen, Anzeigenleistung wird man nichts sehen, weil ich zwar die Monetarisierung aktiviert habe, aber keine monetarisierten Videos habe. Und selbst wenn, würde ich euch die Daten hier nicht zeigen. Ja. Schauen wir einfach mal, nehmen wir mal als Bereich die letzten 30 Tage. Damit wir da nochmal so einen aktuellen Zeitraum sehen, ne? Da sieht man die Aufrufe, okay, schwankt zwar, liegt aber eben so bei 200 Aufrufen pro Tag im Schnitt, ne? Mal 250, mal 300, mal aber eben auch nur 100, je nachdem, liegt ja halt auch daran, dass ich so im Wechsel immer hochlade, das Let's Play Minecraft, was eben ja doch so das Zugpferd auf meinem Kanal ist und dann eben immer das Nebenprojekt, was ein paar Leute weniger schauen oder eben auch die guten Zeilen, schlechte Zeilen, die sich auch nicht jeder anschaut, der das Let's Play Minecraft mitverfolgt. Ja. Und da können wir aber mal sehen, wie das einfach ist mit der Zuschauerbindung. Ja. Da sehen wir also hier ein Viertel der Zuschauer hält im Schnitt durch. Na, sieht also so um die 9 Minuten knapp von den Videos, die bei mir eben halt im Schnitt 30 bis 40 Minuten lang sind. Man kann halt noch weiter reingehen, 394 die Folge. Na, können wir uns mal detailliert angucken, hat sogar einen relativ hohen Anteil, ein Drittel der Leute im Schnitt oder eine durchschnittliche Wiedergabedauer von
34% der Originallaufzeit. Und hier seht ihr einfach mal, wie das aussieht. Ja, also hier nach 55 Sekunden, da ist ja gerade mal der Vorspann vorbei. Oder hier nach 28 Sekunden, da ist gerade mal der Vorspann vorbei. Da ist schon ein Drittel der Leute weg. Und dann gibt es halt noch einen Teil. Hier 50%, zack, da haben wir den Knick, ja. 50% der Zuschauer sind einfach schon nach 2 Minuten weg und kriegen gar nicht mehr mit, was dann in den restlichen 46 Minuten passiert. Aber, und das macht mich optimistisch, das freut mich, der Anteil der Leute, die wirklich bis zum Ende zuschauen, der ist im Vergleich zu früher, so vor einem Jahr, anderthalb Jahren, ist der gestiegen. Da waren das nämlich hier im Schnitt doch so 10% nur, die wirklich bis zum Ende durchgeguckt haben. Heute sind das bei den aktuellen Folgen doch eher 20-30%. Ja, und das ist eine Sache, die macht mir Freude. Und die macht sich dann eben hier halt auch bemerkbar bei der durchschnittlichen Wiedergabedauer. Und die ist halt für den Erfolg, für das Rating bei YouTube ein ganz wichtiges Kriterium. Ich glaube sogar wichtiger als Bewertungen, Favorisierung, Kommentare. Ja. Schauen wir uns einfach nochmal ein anderes Video an. Folge 383 vom Winde verweht zum Beispiel. Oder hier die Durchgangsstation für Minecarts, ne, wo ich die gebaut habe. Da sieht man sie nicht. Aber da sieht man auch hier hinten. Momentchen mal. Zack. Na, da sieht man halt auch, hier hinten über 20% haben das wirklich komplett geschaut, das Video. Ja, aber sind so innerhalb der ersten, innerhalb der ersten 2 Minuten, Ding, sind schon wieder die Hälfte der Leute weg. Und in den ersten 2 Minuten passiert in meinen Videos ja nicht viel. Naja, 20 Sekunden ist der Vorspann lang und dann vielleicht noch die Begrüßung dran und dann ist die erste Minute schon vorbei. Dann gucken die Leute noch 1 Minute und dann bing, sind sie weg. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, woran das liegt, aber es wäre natürlich schön, wenn dieser Knick hier am Anfang, wenn der nicht so steil wäre und hier halt eben auch die Leute länger durchhalten würden. Schauen wir nochmal an, man sieht halt auch hier, wo ich gesehen werde, ja, und welche Leute da relativ schnell abschalten. Ja, dickes Daumen hoch für die Luxemburger, 50% durchschnittliche Wiedergabedauer. Ja, das heißt, von den 44 Minuten hier, die das Video lang ist, haben die halt im Schnitt 22 Minuten geschaut und liegen damit weit, weit vorne. Ja, hier aus Mexiko, das ist der gute Michael. Du bist ertappt, erkannt. Ich habe sonst keine Zuschauer in Mexiko. Ja, aber hier kann man halt sehen, okay, Deutschland und Österreich, gut, nimmt sich nicht viel, die Österreicher, sind da vielleicht nicht ganz so hinterher. Sei ihnen ja auch unbenommen. Wir können mal schauen, wie es aussieht mit einem Video. Hier sind natürlich unter den Top 10 sind natürlich die Let's Showplay Minecrafts dabei. Letzten 30 Tage. Schauen wir mal. Letzte Woche, da sollte dann natürlich auch eins dabei sein. Genau, Test Drive Unlimited. Die zweite Folge. Schauen wir mal, wie es da aussieht. Auch 36% im Durchschnitt. Und, jo. Das ist zum Beispiel eine Sache, die gefällt mir. Okay, auch hier sind wieder nach, ja, nach 1 Minute, zack, nur noch die Hälfte der Zuschauer da, nach 1-2 Minuten. Aber es ist hier doch wesentlich flacher und viele, auch so 30% bleiben dann sogar noch am Ende übrig. Ist also noch besser als bei den, beim Let's Showplay Minecraft. Klar, ich denke mal, es liegt einfach an der Folgenlänge. Ja, aber ich werde trotzdem nicht davon abgehen, beim Let's Showplay Minecraft einfach die langen Folgen zu machen. Ja, das ist einfach schon zu sehr drin und halt auch zu sehr Markenzeichen meines Kanals. Ja, und ich fürchte, ich würde mir damit meine Stammzuschauer doch vergraulen, wenn ich jetzt nicht mehr die langen Folgen machen würde, sondern
eben dann Viertelstunden-Parts und davon vielleicht drei am Tag hochladen würde, wäre auch eine Möglichkeit. Wäre für die Statistik hier auf jeden Fall besser, weil eben diese Zuschauerbindung, die halt ein ganz wichtiges Kriterium ist bei YouTube, weil die dann eben auch besser wäre bei den Let's Showplay Minecraft-Folgen. Wenn die kürzer wäre, würde halt die durchschnittliche Wiedergabedauer eben da auch deutlich ansteigen und damit würden meine Videos besser im Ranking dastehen und es würden mehr Leute über YouTube auf meine Videos aufmerksam. Ne? Deswegen ist es halt auch so ganz besonders wichtig, dass ihr die Videos teilt. Wenn ihr selber natürlich auf Facebook und Twitter aktiv seid. Na, jetzt nicht, dass ihr extra dafür, um meine Videos zu teilen, da einen Account anlegt bei Facebook und Twitter. Und wenn euch da niemand folgt, kriegt das natürlich auch keiner mit. Ja. So, was haben wir hier? Nochmal schauen. Interessiert sich denn für das Test Drive Unlimited? Gut, da haben wir natürlich noch keine Daten da. Zugriffshäufigkeit. Sehen wir halt auch. Viele Leute, die Hälfte der Leute kommt einfach, weil sie Abonnent sind, dazu zu mir. Ein guter Teil kommt halt auch über die YouTube-Kanalseite oder andere Funktionen dazu oder über die Suche. Sind sogar ein paar Leute drauf aufmerksam geworden. Schauen dann aber gerade mal im Schnitt 9 Sekunden in das Video rein, bevor sie sich dann wieder verzischen. Oder eben hier als vorgeschlagenes Video, wenn ich also auf der rechten Seite stehe, schauen halt auch ein paar Leute rein und bleiben dann aber auch nur 20 Sekunden. Das, ja, schade drum. Ja, aber so läuft's halt auf meinem Kanal. So ist es halt. Ja, ja, das soweit einfach mal ein Ausflug hier in die Statistiken von YouTube, in die Analysefunktion, die YouTube hier einem bietet. Interessant natürlich für jeden, der selber einen Kanal hat, aber ich denke mal auch für die Leute, die keinen Kanal haben, sondern nur Zuschauer sind, war so dieser Blick hinter die Kulissen hoffentlich interessant, vielleicht auch lehrreich. Wie gesagt, ihr wisst jetzt, wie ihr eure YouTuber am besten unterstützen könnt, einfach indem ihr die Videos komplett schaut, gegebenenfalls auch einfach ohne Ton im Hintergrund laufen lasst und indem ihr sie teilt. Ja, das Zuschauen, das durchgehende Zuschauen der Videos, das ist einfach wichtig, weil dadurch eben die durchschnittliche Wiedergabedauer zeigt und das ist eben bei YouTube das Hauptkriterium für das Ranking von Videos, wie lange schauen die Leute das Video. Aha. Ist ja klar, ne? Was durchgehend geschaut wird, was viele Leute sich möglichst komplett angucken, das muss interessant sein und das kommt dann eben auch auf die Startseite und in die Empfehlungen bei YouTube. So einfach ist es mittlerweile. Ne? Guti, ich verabschiede mich erstmal wieder von euch und werde das Ding hier dann am Sonntagmorgen hoffentlich hochgeladen haben. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.